Ja, mit den Frauen. Also bei mir ist bis jetzt außer meine Frau auch noch keine schwanger gewesen. Aber theoretisch gesehen können sie schwanger werden und ich hoffe einfach immer drauf, dass es was wird. Habe ich die Bretter nicht eingepackt? Oh, ich habe die Bretter nicht eingepackt. Okay, da habe ich offensichtlich gefettfingert. Kinder kommen doch von den Störchen, oder? Ja, ja, ja. Die kommen von den Störchen. So. Ich glaube, das müsste jetzt auch schon fast mein letzter Frühlingsday sein. So, jetzt nehmen wir das nochmal raus. Jawohl. Dann muss ich gleich mich um das Feld noch kümmern, dass das fertig wird. Hau schneller. Los. Müssen wir jetzt wieder ein bisschen warten, bis wir mehr Bretter haben. Müssen wir vielleicht auch in der Produktion... genau da. Müssen wir vielleicht auch einfach das ein bisschen runterschalten, damit nicht alle Bretter verloren gehen. Weil die, und die Eimer auch. Das ist vielleicht sonst ein bisschen zu viel. Das passt. Was ist in der Jagd? Die Jagdhütte fehlt schon wieder, ne? Immer. Jagdhütte fehlt immer. Das ist... In der Jagdhütte fehlt halt immer. So, und was hatten wir jetzt hier feldtechnisch? Genau, 36, 36, 35, 35. Das haben wir alles. Die Zwiebel ist nicht ganz fertig geworden. Fehlt ein Samen an dem Zwiebelfeld. Dankeschön, Captain Harris, für die 15 Monate und Griefermob. Ich glaube, bei dir hatte ich mich auch noch gar nicht bedankt. Das tut mir sehr leid. Dankeschön für den Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Danke, danke, danke schön. Hallo Beulenspiegel. Ja, aber es ging doch gar nicht um die Zwiebel. Wo ist denn Feld 13? Da. Das hat er fertig gemacht? Das hat er fertig gemacht. Krass. Und da fehlt mir eine Zwiebel, ein Zwiebel-Dingster-Bumster. Ja, um das kümmere ich mich nicht. Habe ich aber nicht gedacht, dass er die fertig macht. Dass er das fertig macht, weil ich dachte, das wäre nicht in Reichweite. Oh, krass. Dann geht das wohl doch, auch wenn es nicht in Reichweite ist. Habe ich nicht gedacht. Gut. Warum bauen wir dann überhaupt hier neu? Und danke nochmal, Dankeschön wegen den Subs. Weil das hübscher ist. Ja, das ist ein Argument. Das lasse ich stehen. Okay, wir müssen uns wieder um Steinmesser kümmern. Ja, aber die Jäger haben nichts zu tun, die können nicht jagen gehen. Schon wieder.
weil in den Steinwasser fehlen. Schon wieder. Ohne dabei jetzt sarkastisch klingen zu wollen. Schon wieder. Ach, guck mal, da liegen ein paar Holzspäre, die ich wohl mal vergessen hatte. Lustig. Wo sind denn die ganzen Steine? Hier. Ah, ich habe in meinem Leben viel zu viele Steinmesser gecraftet, ey. Ich habe in meinem Leben viel zu viele Steinmesser gecraftet. Das macht mich richtig aggressiv mittlerweile. Gibt es nicht vielleicht auch bessere Werkzeuge? Merkt man, dass ich schmolle? Merkt man, dass ich schmolle? Nein, nicht? Okay, warte mal. Besser? Immer noch nicht. Ich krieg meine untere Lippe nicht weiter nach oben. Mehr geht nicht. Sieht eher nach Verstopfung aus. Schön. Sehr schön. Das klingt auch wundervoll, auf jeden Fall. Ich habe keine Verstopfung, aber danke der Nachfrage. Dum 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 dum. Können die wieder arbeiten? Weil das brauche ich Holzstämme jetzt, ne? Hm. Boah, ich bräuchte auch so viele Stöcke. Vorwind, danke schön! Für die 5 verschenkten Subs und einen wunderschönen Aufenthalt hier weiterhin. Vielen, vielen lieben Dank.
danke schön, das ist sehr nett. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Danke, danke, danke schön. So viele. So viele. Dankeschön. Dankeschön. Terraforming gibt's nicht in dem Spiel bis jetzt. Nop, nop. Terraforming gibt es nicht. Ich bräuchte halt so viel mehr Menschen. Das ist eher so ein Struggle, den ich auch gerade habe. Ich bräuchte so viel mehr Einwohner auch einfach. Aber keine Zeit. Beziehungsweise ich habe auch keine guten mehr jetzt. Ich bin alles abgelaufen schon. Ich habe keine guten mehr gerade zur Verfügung. Wird langsam. Oh, sie hungern schon wieder. Nein. Hört doch auf zu hungern. Was fehlt denn schon wieder? Aber die Jagdhütten arbeiten jetzt. Dann kommen sie nur mit dem Kochen wahrscheinlich wieder nicht nach. Aber das ist okay. Es gibt Esel und Pferde, Tines. Ja. Wir haben wieder genug Fleisch. Das muss nur gekocht werden. Aber das, also es ist auch gleich vorbei, die Jahreszeit. Das wird auch krass werden gleich. Bin super gespannt, wie das wird. Vor allem sehen wir jetzt gleich, wie viel wir für diese Jahreszeit bezahlt haben. Auch wegen den Feldern und so weiter. Das wird auch sehr spannend werden. Und wie viel fehlt mir eigentlich noch, um die besseren Küchen bauen zu können? Ich dachte gerade schon, ich könnte schon. Nee, das braucht auch noch. Aber ich könnte die bessere Näherei, könnte ich schon bauen. Ja, die sitzt kurz arbeitslos. Tut mir leid. Da habe ich eine Sekunde nicht mitgedacht. Du bist jetzt erstmal kurz arbeitslos. I'm sorry. Gut, dass ich das Projekt einfach nochmal parallel gestartet habe. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht gerade schon 30 andere Bauprojekte. Ups.
Okay, also brauchen wir einfach ganz viele Holzstämme. Jawohl. Let's go. Der Wald ist ja gar nicht so weit weg. Dankeschön, Piraka. Vielen, vielen lieben Dank für den Prime-Sub. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Dankeschön. Stirb, Baum. Stirb. Du auch. Die Musik ist so entspannend. Stirb, Baum! Kennen Sie das auch? Ihre Jäger schreien nach Messern, aber ihre alten Steinmesser brechen ständig ab? Dann bestellen Sie noch heute unsere robusten Kupfermesser. Die halten länger und Ihre Jäger sind glücklich. Und wenn Sie jetzt bestellen, bekommen Sie gratis keinen Messerblock dazu, weil der Schreiner nicht weiß, was das ist. Wahnsinn. Wow. Wow. Ich fühle mich einfach nur verarscht gerade. Holy shit. Wow. Alter, wie frech. Hallo, Heiki. Dankeschön, Kleppi, für den Sub. Vielen lieben Dank. Ja, da fehlt ein bisschen mehr. Gerade. Dankeschön. Hallo, Ralf. Jawohl. Ich muss da mal ganz kurz. Hä, wir haben doch schon Schweine. Conny. Wir haben doch schon Schweine. Das habe ich schon geschafft heute. Ja, ich wollte Essen bestellen. Aber jetzt habe ich mega geile Snacks. Ich kann mich einfach seit 3 Stunden nicht entscheiden, was ich essen will. Deswegen habe ich immer noch kein Essen bestellt. Wir haben Rosi und Rudi, genau. Wir haben sogar 2 Schweine. Schweine, aber keine Messer, die Schweine freut's. Ja gut, die Messer sind ja sowieso nicht für die Schweine gedacht. Ich glaube, ich werde mir einfach noch ein Lagerhaus hinpacken in die Mine. Das machen wir im Sommer.
Und dann werde ich einfach den gesamten Sommer nichts anderes machen, als dort den gesamten Wald roden und alles an Ressourcen aus der Mine rauszuholen, was irgendwie geht. Ich werde nichts anderes machen. Den gesamten Sommer. Wir haben schon Roggenbrei. Das haben wir auch schon. Und was machst du über den Sommer? Ich rode einen Wald. Der RWE lässt grüßen. Liebe Grüße an die CDU in NRW. We've got you. Dankeschön, Tiffany, für die 2 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Ach so, für mich. Boah, nee. Roggenbrei? Ich glaube nicht so mein Vibe. So. Es wird langsam. Es wird langsam. Hallo Lachselachs. Alter, wie viele Holzstämme wir da verbrauchen, um das hier fertig zu bekommen. Like the fuck. Wie viele Holzstämme wollen sie denn für eine fucking Näherei haben? Das ist ja insane. Haben wir schon wieder neue Stämme? Ja. Ich meine, unsere Holzfäller sind gar nicht so schlecht dabei, aber das ist schon echt ein ordentliches Tempo. Vor allem, ich hack ja auch noch nebenbei, damit wir es fertig kriegen und puh. Es gibt, glaube ich, keinen Friedhof. Also, die Leute sterben, aber du kannst sie nicht begraben. Bis jetzt. Wer weiß, vielleicht kommt das noch. Aber bis jetzt verschacherst du sie wahrscheinlich einfach im Wald. Ja, und es gibt Krähen. Das ist bis jetzt noch sehr grausam. Ich habe da gar nicht so krass drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Aber ja, it's grausam. Die werden gegessen. Boah. Leute, gleich ist es soweit. Gleich ist der Frühling vorbei. Das heißt, gleich sehen wir A, was wir alles Schönes angebaut haben im Frühling. B, wie viel alles kostet. Und C, ob wir Nachwuchs haben. Darauf freue ich mich ganz besonders, das rauszufinden. Das wird richtig spannend, glaube ich.
Baum fällt. Jawohl. Entschuldigung. Ich muss echt gleich Essen bestellen. Ich habe so Hunger. Aber ich habe auch irgendwie keine Lust zu bestellen. Meine Vorhersage dazu, zu wenig angebaut, extrem hohe Steuern und keine Schwangerschaft. Wow. Wow. Wow, das klingt ja furchtbar. Ich habe gar kein Vertrauen in mich, ey. Ihr habt ja gar kein Vertrauen in mich. Voll die Optimisten hier. Ich setze auf 2 Küken und eine Schwangere. Das ist optimistisch. Das ist optimistisch. Das gefällt mir. Was schätzt ihr, was ich pro Jahreszeit an Steuern zahlen muss? Da hätte ich gerne Schätzungen im Chat. Weil da habe ich gar kein Gefühl für. $2.500, $3.000, $4.000. Klingt alles furchtbar. Circa 7.000 insgesamt oder pro Dings? 900. Dankeschön, Rudi, für die 18 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Nee, ich sehe das jetzt noch nicht. Du siehst Steuern immer erst, also du siehst immer für ein Semester, also quasi für jede Jahreszeit musst du Steuern zahlen und das läppert sich dann. Und wir wissen noch nicht, wie viel Steuern wir werden zahlen müssen. Okay, nächste Jahreszeit, Leute. Das ist immer noch ein kleines Scheißerli. Okay. Oh, okay, das ist ja in Ordnung. 900, jemand hat 900 geschätzt, das ist ganz gut. 941 pro Semester, das ist fein. So, Verwaltung. Ist wer schwanger? Niemand? Ja, aber die sind auch wieder unzufrieden, weil wir noch nicht so gut essen und nicht so gut gedingst haben und alles, ne? Die sind nicht zufrieden genug gerade. Aber es ist niemand schwanger. Aber guckt mal, wie schön die Felder jetzt aussehen. Guckt mal, wie schön die Felder aussehen. Küken habe ich gar nicht geguckt. Haben wir nicht bekommen. Küken haben wir nicht bekommen. Also die Stimmung geht langsam hoch, aber die Stimmung ist immer noch nicht so gut, leider. Die war schon mal besser. Das Essen ist gerade nicht so fit. Aber das wird jetzt besser werden. Jetzt geht's wieder richtig los mit Kohlsuppe.
Jetzt geht's wieder richtig los mit Kohlsuppe. Doch, da steht Familie, da passiert was. Wo? Hä? Was für Familie? Oh! Oh! Die haben eine Familie gegründet. Das heißt, die mögen sich. Geil! Also haben wir schon ein paar Familien hier. Cool! Geil. Dann wird's ja doch langsam. Das wird so viel Aufwand, das jetzt alles neu zu machen. Wir müssen das alles neu sehen. Heilige Scheiße. Wir müssen das jetzt alles neu sehen. Ich geh mal pinkeln. Bevor ich mich daran mache, meine ganzen Felder neu zu planen, ich fange an zu heulen. So. Dankeschön, Deutschland, für die 100 Bits. Okay. Ah. Wer glaubt die Zwiebeln? Yo. Wir haben ein ganz anderes Problem, Leute. Ich muss mir jetzt Dünger neu kaufen. Das wird spannend. Dankeschön, Raylander, für die 2 Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Und hallo Harry und hallo Ingrim. Einen wunderschönen Abend euch. Hey, man kann viel mehr sehen als Kohl. Was laberst du? Man kann doch viel mehr sehen als Kohl. Hä? Ich kann nur Kohl sehen. Womit wollte ich denn meine Karotten machen dann? Ach, die können auch erst wieder... Hä? Die können auch erst wieder im Winter gesät werden. Ach, scheiße. Da hatte ich falsch geguckt. Ja, das ist doof.
Das ist doof. Dann müssen wir jetzt nochmal neu Kohl sehen. Das ist trotzdem recht viel Kohl. Nice, der sieht automatisch schon neu. Also essenstechnisch wird es uns jetzt wieder richtig gut gehen. Wir können nämlich jetzt die Küche wieder so umplanen, dass wir keinen Roggenbrei produzieren. Ja, da können wir ein bisschen was in der Produktion lassen, damit es sich ganz rausfällt zumindest, aber dass der Fokus halt weg ist davon. Haben wir neue verfaulte Sachen? Wir haben ein bisschen, das reicht halt alles nicht. Ach du Scheiße, ey. How is life treating you? See you soon. Geh mal ganz kurz weg hier, bitte. Aber die Zwiebeln haben wir doch noch gar nicht, ne? Die Zwiebeln... Oder haben wir die Zwiebeln auch schon? Ja. Die Zwiebeln haben wir auch schon gesät. Dann kann ich Fleisch mit Soße auch wieder in Auftrag geben. Dann ist das vielleicht eher der Vibe, den wir jetzt in der anderen Küche haben. Hier. Fleisch mit Soße, wo ist es denn da? Geil. Dann wird das ausprobiert. So. Das kann ich verkaufen gehen. Den Pelz gehe ich auch einfach genauso verkaufen. Scheiß drauf. Was muss, das muss. Und dann muss ich ganz kurz gucken, wie viel Fleisch wir eigentlich haben. Ach, genug. Genug, damit ich den auch einmal, das auch einmal kochen gehe und mitnehme und verkaufe. Und dann hoffentlich genug Dünger habe. Hoffentlich. Ach, wir werden ewig lang dort drauf brauchen. Scheiß die Wand an. Wir werden ewig lang dort drauf brauchen. Nee, nee, wir müssen jetzt auch noch nicht zahlen, Radputino. Wir müssen... Ich habe nur jetzt erst das erste Mal quasi gesehen, wie viel ich werde zahlen müssen. Das ist eher die Formulierung. Ich weiß jetzt, was ich mir bestelle.
Ich habe bis jetzt die ganze Zeit überlegt, worauf ich Lust habe und jetzt weiß ich's. Ich will einen Halloumi-Burger. Quietschkäse, ja. Ja. Was habe ich denn noch alles mit, was ich noch schnell abwerfen kann? Die Stöcke kann ich noch schnell verbauen gehen eigentlich. Das kann ich eigentlich auch noch schnell verbauen gehen. Voll schade, dass trotzdem keine von den Frauen schwanger geworden ist. Ich hoffe da irgendwie schon so lange drauf. Ich glaube es gar nicht mehr, dass es passiert. Super, super sad. Ist doch erst das dritte Jahr. Ja, aber teilweise wohnen die ja schon zu 3 Jahre zusammen als Pärchen. Da kann man doch schon mal gefickt haben. Hallo. Hallo. Na? Wie war dein erster Arbeitstag? Geil. Kiba rastet aus, weil Kalle da ist. Kiba rastet richtig aus. Kalle war heute nicht da den ganzen Tag. Und er war das jetzt so gewöhnt, dass Kalle halt immer da ist. Total süß. Geil, da wird das jetzt langsam mit den Zäunen. Kaum wurde das F-Wort gesagt, komm Kalle. True. True. Was sagt uns das jetzt? Was sagt uns das jetzt, ist die Frage. Kalle macht unanständige Sachen. So. Hier könnten wir dann eigentlich auch einen Weg planen, damit wir auch den Stein hier noch wegbekommen. Der ist nämlich echt nervig hier. Werden wir auf jeden Fall gucken, ob das klappt. Gut. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall ein bisschen länger bis zum Dorf. Kiba ist aber nicht nach dem Getränk benannt, Dunkle. I do speak English, yes. Oh Gott, ich stecke fest. So, weiter geht's. Wurde angefaucht von der Seite. Aber wir ignorieren das. Wir laufen einfach hier so weiter. Ich hatte gerade kurz eine Sekunde Angst, dass ich da vielleicht von einem Wolf angegriffen werde. Das wäre eher blöd. Da würden wir jetzt nicht wirklich wegkommen. Ja, tatsächlich nach dem Charakter in Naruto. Yep, yep. Yep, yep. Funktioniert doch, Kleppi.
Ich weiß gar nicht, was du hast. Funktioniert doch. Funktioniert doch alles. I've got it. Verkauf mir erstmal Sachen. Kauf mir erstmal Sachen ab, bitte. Das ist das erste, jawohl. Haben wir noch was, was ich verkaufen möchte? Perfekt. See you soon. Und dann brauchen wir Dünger. Ach, und potenziell neue Einwohner. Das sieht auch gut aus. So. Fischen. Jagen. Bergbau, Abbau. Dich könnten wir mitnehmen. Okay. Weil, ich habe diesen einen Dude, der auch in... Diesen einen Holzfäller, der auch gut ist in Tiere machen. Da, der hier, Radovid. Der ist auch gut in Tiere machen. Und dem könnte ich jetzt die Schweinehütte als auf den Schweinestall als Auftrag geben. Und der zieht jetzt um ins einfache Haus am Schmiedeweg. Neun war das, glaube ich. Und dann wird Roch unser neuer Holzfäller. Aber ich muss noch gucken, wo du dann wohnst. Da schaue ich gleich noch mal in Ruhe. Das weiß ich gerade noch nicht auswendig. Wo ist denn da? How are you? Whatever you need. Ich brauch Dung. I've got it. Dung, Dung, Dung. Ja. Alles. Ja. See you soon. Ciao. Fischen und Jagen kann ich halt nicht wirklich brauchen, glaube ich, gerade. Also ich glaube, was das angeht, ich habe meine Jagdsachen sind voll. Ja. Meine Fischerhütte ist auch voll gerade. Arbeitet im Stall und Roch. Ich muss gleich gucken, wo ich den Holzfäller hinpacke. Wir haben halt genug Wohnhäuser. Ich muss eigentlich nicht noch mehr Wohnhäuser bauen. Aber gucken schadet halt nicht mal. Vorname Roch, Nachname N. Ich will gar nicht mit euch drüber reden. Genau, du bist jetzt mein Schweinebauer. Und das müsste, ja, der Schmiedeweg 9 sein. Exactly. Geil. Und dann haben wir das. Dann können wir hier den ganzen Dung reinpacken. Ich glaube, von der Verwaltung her Scheune. Ja, das ist automatisch in Arbeit. Hier wohnt noch niemand drin. Am Ziegengatter 1, das muss auch noch eine andere Dings bekommen. Und beim Jagdgrund 2, weiß gar nicht, ob da schon jemand drin wohnt. Ich
Ich bin mir gar nicht sicher gerade. Mal schauen. Am Ziegengatter wohnt schon jemand drinnen. Einem einfachen Haus am Hauptplatz 6 wohnt noch niemand. Einfaches Haus Mainz ist auch wieder was anderes. Am Fischstrand wohnt noch niemand. Beim Jagdgrund wohnt schon jemand. Aber das ist ein Dude, ne? Ja. Beim Jagdgrund wohnt schon jemand. Beim Jagdgrund wohnt der Koch. Das ist weird, dass der da wohnt.